Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer weiteren Episode Under the Waves. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ihr seht, in der letzten Episode waren wir ja hier in der Raffinerie und da ist einiges schief gelaufen. Da steigt Rauch auf, da tritt Öl aus. Nicht besonders gut gelaufen das Ganze, aber wir haben es lebend wieder rausgeschafft und sollen uns jetzt laut Tim einfach in Sicherheit bringen und zurück kalt da draußen nach Hause fahren. Und das machen wir auch, würde ich sagen. Von daher, wie gesagt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt am Ende, lasst gerne ein Like da. Abo für den Kanal habt ihr das noch nicht gemacht. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier passiert in diesem, ja, nach wie vor sehr, sehr schönen Spiel. Entspannung pur, mit ein bisschen Action, mit ein bisschen Horror. Schöne Mischung und wie ihr seht, optisch auch einfach ein Highlight. Vielen, vielen Dank auch an der Stelle für die zahlreichen Kommentare, die mich erreicht haben. Ich versuche immer auf alles zu antworten natürlich. Ich habe den Eindruck, dass euch auch dieses Spiel hier wirklich gut gefällt und das freut mich natürlich sehr. Und jetzt schauen wir mal, was der heutige Tag so bringt. Ich parke hier mal gemütlich. Zurück in die Tiefe. Und dann gucken wir mal, was der Missionsbericht so von sich gibt, sagen wir es mal so, weil das ist wirklich nicht optimal gelaufen gestern. So. Oh, wow, endlich sehen wir mal, wie er duscht. Offensichtlich auch angezogen, natürlich unten mit Mütze, ganz wichtig. Warum kannst du nicht einfach normal sein? Emma ist drüber weg, aber du steckst in einer selbstsüchtigen Spirale von. Und jetzt siehst du auch noch Dinge? Reiß dich verdammt nochmal zusammen. Du verlierst sie. Genau wie du. Genau wie wir Pearl verloren haben. Okay, also das bestätigt es. Was ist da eigentlich passiert? Wir haben offensichtlich. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist. Unsere Pearl verloren. Öl, ja, Öl ist richtig, überall Öl. Mir wurde geschrieben, hier in der Dusche liegt Plastik, das scheint einfach das Duschgel zu sein und ich glaube, ich kann es nicht einsammeln als Plastikmüll sozusagen, damit ist das hoffentlich bestätigt. Und jetzt fragen wir mal bei Tim nach, was eigentlich da schiefgegangen ist, weil also das fand ich nicht besonders cool. Tim? Ja, Junge, ich bin hier. Wie läuft's? Wie kommst du zurecht? Was ist passiert? Die Rohre? Keine Sorge. Wir schicken schnell ein paar Drohnen runter, die sich um das Leck kümmern. Aber da war überall Öl und ich dachte, ich hätte Wale gesehen und... Stan, bitte. Das ist nicht gut, ich weiß. Aber Unitrench tut alles, was möglich ist. Das konnte niemand voraussehen. Pass auf, aus Sicherheitsgründen musst du jetzt an Ort und Stelle bleiben. Verlasse das Lebensmodul nicht. What? Für wie lange? Ich weiß es nicht. Bis du von mir hörst. Verstanden? Ja. Ja, ich hab's kapiert. Pass auf dich auf. Weiß ich nicht, ob ich mich daran halte, muss ich ehrlich sagen. Ich muss was trinken. Jo. Kam mir auch eins mit Alkohol. Na gut, dann setzen wir uns mal. Einfach hinzusetzen. Nachdenken. Das war zu viel. Ich hätte. Das war zu viel. Ja, überlegt euch mal, das passiert euch unter Wasser, dass euch hier Öl um die Ohren fliegt und das Ding, Lass uns die guten Nachrichten hören. Unter Druck steht und. So etwas habe ich nicht mehr erlebt, seit ich. Oh, Tim ruft an. Ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen warten. Der kann ruhig mal warten. Eine weitere Woche mit Orkanböen und Starkregen voraus. Also wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, die alten Gummistiefel abzustauben. Entweder schafft es ein riesiges Ölleck vor der Küste nicht mehr in die Nachrichten. Oder jemand will es vertuschen. Oh, verstehe. Ja klar, es tritt natürlich jetzt extrem viel Öl aus. Na gut, Tim. Was haben wir hier eigentlich? 2 Wochen ohne Leerung. Wo geht das alles hin? Ja, genau. Das ist wahrscheinlich der Plastikmüll, den ich wieder einsammle. Michael, now
Stan, melde dich. Bin da. Alles in Ordnung? Nicht besonders. Ja, ziemliches Chaos. Also, das ist zwar nicht vorgesehen, aber wir schicken weitere Pläne nach unten. Drohnen sind bald bei dir. Pläne? Wofür? Warte ab. Geh raus und triff dich mit dem Kurier. Mit dem Kurier. Okay, der Kurier wird dann auch eine Drohne sein. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal ganz kurz ins Lager, denn wir haben ja jetzt neue Ressourcen gefunden in den letzten Episoden. Was haben wir hier eigentlich noch? Ach, die Spieldose. Callistos Lied. Ich kann nicht aufhören, an dieses Lied zu denken. Auf der Box ist eine Widmung an Callisto eingraviert. Vielleicht die Tochter von jemandem. Das Lied ist einfach so schön traurig. Ein Klagelied voller Freude, Liebe und Schmerz. Okay. Halten. Oh, das gibt eine Trophäe. Callistos Lied. Lass die Spieluhr spielen. Schön, okay. Oh, ist wirklich ein schöner Song. Oh. Okay, good enough. Wir haben eine Trophäe bekommen, das war's wert. Wir haben aber vor allem Geode gesammelt in der vorletzten Episode. Seitdem waren wir ja nicht mehr hier. Und deswegen sollte ich ein paar Sachen bauen können. Tatsächlich kann ich Minen bauen mittlerweile. Das ist natürlich irgendwie auch cool. Okay. Ich glaube, da baue ich mal eine. Aber viel wichtiger ist Upgrades. Oh, da brauche ich Kohle. Für Kraftstoff-Upgrade brauche ich Kohle. Für Sauerstoff-Upgrade brauche ich Algen. Okay, alles klar. So viel dazu, aber Geode haben wir genug. Und zwar 5 brauchen wir hier und 5 brauchen wir hier. Das reicht auf jeden Fall. Okay, dann baue ich eben in der Zwischenzeit nochmal so ein Teil. Oh, da habe ich aber auch Algen. Nee, komm, jetzt bin ich eh aus Versehen raus. Dann bauen wir das erstmal nicht. So, sondern wir gehen raus und gucken mal. Laserbauplan bergen. Da steht es ja schon, was ich gleich bekomme. Laser klingt gut. Laser nehme ich. Okay. Wohin? Mach hier mal mein Ding auf. Die Drohnen haben die Lieferung verloren. Spitze. Was? Der ganze Schwarm hat sich merkwürdig verhalten. Ausfälle, Blackouts, jetzt das. Du musst die Pläne selbst holen. Ich habe sie für dich markiert. Okay, das klingt ja schon wieder sehr, sehr vertrauenswürdig. Wisst ihr, was ich wollte? Warum bin ich überhaupt hier unten? Jetzt hinterfragt er sich. Ich sollte bei Emma sein. Sie ist allein da oben. Muss ich um alles... Dumm. 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 Was ist das denn? Hätte den anderen Weg nehmen sollen. Hätte ich sie nur... in den anderen Sitz. Was ist das? Warum kann ich damit nicht umgehen? Kann ich... Sie ist fort, Stan. Sie ist fort. Das ist doch neu hier, oder? Oh, wisst ihr, was das ist? Ich glaube... Oh, ich hoffe, dass es nichts Alienartiges, aber das könnte doch irgendwie Öl... Öl sein. Wahrscheinlich muss ich das entfernen, aber kann das irgendwie noch nicht, aus irgendwelchen Gründen. Ich habe heute beschlossen, dass wir... Ja, es ist eigentlich natürlich, ist ja offensichtlich wichtig, diesen Laserbauplan zu bergen. Schwer. Und los geht's. Aber... Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich mal ein bisschen die Welt auch weiter erkunde und vor allem ein paar Sachen einsammle. Denn wie ihr seht, es gibt hier noch unglaublich viel zu entdecken, auch auf meiner Karte. Ich habe noch keinen einzigen dieser Sterne hier mir angeschaut. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, was das ist. Und von daher wollen wir das jetzt einfach mal machen, bevor wir uns diesem Laser-Gedöns widmen. Mal gucken, das überhaupt geht, weil jetzt, wenn ich so recht überlege, dieser Stern könnte natürlich auch da unten drin sein, ne? Oder ist es hier? Oh, das ist eine goldene Kiste. Okay.
Okay, ich glaube, hier bin ich richtig. Steigen wir direkt aus. Ich will heute einfach mal ein bisschen entspannt erkunden. Ich mag eh diesen Flair und ihr habt mir geschrieben, ihr auch, dieses Ruhige von dem Spiel. Und deswegen... Ich hoffe, sie kleben noch. Aufkleber gefunden, okay. Aufkleber Nummer 5. Oh, das sind also die Aufkleber, die Sterne. Okay, was auch immer ich dann damit mache. Müll ist für den anderen ein Schatz. So, wir sammeln fleißig weiter Plastik ein, natürlich. Wer weiß, wann wir es wieder brauchen. Algen, habe ich gesagt, brauchen wir, ne? Und was war das andere? Guck mal, da ist nochmal so ein Ding. Also offensichtlich muss ich jetzt irgendwie dieses Öl auch beseitigen. Zum Glück gibt es interne Heizsysteme. Ja, es scheint hier immer ein bisschen kälter draußen zu sein. So, dann gucken wir mal nochmal auf der Karte. Also hier ist der Lieferbereich für die Baupläne. Vielleicht machen wir jetzt einfach die Tour hier hoch. Dann sind wir schon in der Nähe. Da finde ich auch Algen. Ich glaube, das ist jetzt mal so grob mein Plan. So, passt auf. Und wenn wir einen Walhai und einen Riesenhai sehen, dann fotografieren wir die noch. Das ist der einzige Auftrag, den ich weiß, dass ich ihn noch tun muss. So, wir müssen grob Richtung Norden, aber so ein bisschen Richtung Westen, wenn ich das richtig auf der Karte verstanden habe. So, wunderschön einfach. Das macht so viel Spaß. Guck mal, hier sind Algen. Sind die oben oder unten? Die sind wahrscheinlich wieder bei dem Rohr. Letztes Mal waren die immer bei diesen Rohren hier. Wieder ins Blaue. Steigen wir nochmal aus. So. Okay, das sieht doch gut aus. Ein paar Algen, dann können wir nämlich endlich mal einen Sauerstoff und auch, es muss doch eine Verwendung für dieses Zeug. Wie heißt es? Treibstoff-Upgrade machen. Es fällt mir aber leider nicht mehr ein, was ich außer Algen noch gebraucht habe. Was war denn das andere? Ah, Kohle. Kohle war's. Algen. Hi. Tun aber anscheinend nichts, das ist schon mal sehr gut. Finde ich fast passend, weil ich glaube, im echten Leben, wenn man das so sagt, wird ein Hai ja auch jetzt nicht so ein Taucher sofort hier attackieren und sagen, oh ja, den fresse ich, den beiße ich oder sowas. Deswegen, auch das passt irgendwie ganz gut in diesen doch recht authentischen Flair des Games, muss ich sagen. So, wo habe ich meine Moon geparkt? Da ist sie. Wieder dabei. Sehr schön. Dann steigen wir mal auf hier. Okay. So, da oben scheint nochmal ein Sticker zu sein. Nehmen wir natürlich auch direkt mit. Wo ist die Stelle? Oh, was ist das denn? Ist das hier? Das scheint hier zu sein. Was ist das? Ah, das ist alles so interessant. Das wäre mal wirklich eine coole Dive-Site, ey. Was es hier alles zu sehen gibt. Wahnsinn. So, ein bisschen Metall. Kohle brauche ich noch. Das wiegt eine Tonne. Kohle gab es immer irgendwo, wo Öl ausgetreten ist, kann ich mich erinnern. Hi. Hi, nochmal. So, hier ist die Kiste. Sehr schön. So. Oder liegt hier Kohle? Zack, Sticker. Ein Aufkleber. Okay. Kann verwendet werden, um einen Taucheranzug individuell zu gestalten. Okay. Da ist Kohle, das seht ihr. Ach so, hier bei so Fässern auch. Noch ein Stück Kohle. Das ist sehr gut. Ist das hier auch Kohle? Nee, alles klar. Dann wieder zum Moon und Richtung Norden zu den Fracks. Einfach eine entspannte Tour heute. Nach dem Schock der letzten Episode. So. Drehen wir Richtung Norden. Langsam lerne ich auch ein bisschen hier mit der Karte umzugehen. Ah, hier, guck mal, da rechts ist das Wrack mit einer Kiste. Geben wir mal ein bisschen Gas. So, schön. Wow. Okay, das gucken wir uns mal genauer an. Da rechts scheint auch noch eine Kiste irgendwo zu sein. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen mehr die Sachen einzusammeln, weil ich vermute, dass... Ich will natürlich auch hier wieder alle Trophäen
mitbekommen. Von daher vermute ich, ist auch das ein Thema, alle Sammelobjekte und so weiter einsammeln. War jetzt hier nicht gerade noch eine Kiste eingezeichnet? Ah, okay, oh, es war doch weiter, als ich dachte, ist da vorne links. Okay, egal, wir schwimmen trotzdem jetzt mal kurz so hin. Irgendwo hier. Okay, ich habe eine Vermutung. Ich schwimme mal ein bisschen hier hoch. Wo war es gerade? Irgendwo habe ich doch gerade einen Eingang gefunden, oder? Hä? Ach nee, ich dachte, ach guck mal, ich dachte, das hier wäre ein Höhleneingang, aber das ist kein Höhleneingang. Das ist einfach nur Dreck. Okay, also die scheint aber offensichtlich unterirdisch zu sein. Dann ist mir das jetzt zu viel. Dann gehen wir lieber wieder Richtung, Frack. So, dann jetzt nicht zu arg ablenken lassen hier von jeder einzelnen Kiste. Seid ihr Riesenhaie? Ich muss doch noch das Foto von einem Riesenhai schießen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich erwische nur die normalen Haie. Immer wird das lieben. Mal gucken. Das macht er dann immer automatisch, kriege ich eine Info. Ne, das ist einfach wieder nur ein normaler Hai, okay. Dann warte ich einfach mal. Vielleicht ist das auch Story-bezogen, die Riesenhaie. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein Schlepper. Mitten auf dem Meer? Das ist seltsam. Zack. Frack, tauchen ist immer so eng. Boah, da geht's auch noch runter. Hilfe. Okay. Aber hier ist schon die Kiste. Sehr schön. Dann sammeln wir mal noch das Plastik hier ein. Was kommst du denn? Zack, zack. Davon haben wir nochmal Metall. Sehr schön. Und Kiste. Baupläne. Ach nee, in den Fracks sind immer Sammelobjekte, ne? Boom. Oh, ein Sammelobjekt. Hat mich zu Tode erschreckt. Wir haben schon einige davon. 2, 4, 6, 8. Oh, okay, es fehlen aber auch noch ein paar. Alles klar. Also offensichtlich noch mehr Fracktauchen an. Oh, ist hier noch was? Jetzt wird's aber eng hier. Hallo? Und zu Hause? Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Ah, das wird jetzt fast zu eng hier. Hilfe! Okay, hier lang. Alles gut. So, was haben wir da noch angezeigt? Das ist aber, glaube ich, draußen. So, jetzt können wir wieder ein bisschen schneller schwimmen hier. Ah, hier ist nochmal Metall. Das wird funktionieren. Kann ich da auch nochmal runter? Und noch ein Schiffswrack. Das hier ist ein Friedhof für diese Dinger. Sieht fast so aus, als könnte ich hier auch nochmal runter. Aber hier ist nicht mehr wirklich was. Nee, okay. Also es gibt wirklich, also meistens, wenn ich das richtig verstehe, eine Kiste pro Frack. Und das war's sozusagen. Gut, also dann haben wir das auch. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, wie sieht's eigentlich mit Sauerstoff aus, aber das ist überhaupt kein Problem. Da haben wir letztes Mal so viele von den Dingern gefunden. Müssen wir jetzt nur wieder einsammeln. Wir wollen keinen Müll zurücklassen. Das kann ich verwenden. Hallo, altes Mädchen. So, hallo, altes Mädchen. Und weiter Richtung Norden nehme ich an. Komm, wir gucken mal nochmal auf die Karte. War hier nicht nochmal was? Habe ich den Sticker schon eingesammelt? Okay. Oder wollte ich da nochmal hin? Ich bin gerade so weit drin, da reingezoomt. Nee, komm, wir gehen jetzt mal da. Wir gehen jetzt mal da rechts weg. So, rechts weg, Richtung Osten. Da müsste irgendwo... Oh, ein Tintenfisch. Ein Tintenfisch. War das nicht der, der mich letztes Mal irgendwo hingeführt hat? Muss ich den auch noch... Nee, ich muss nur noch zwei Haie fotografieren für meine... Klasse. Für meine Mission. Aber er wartet jetzt wieder so. Ich glaube, Tintenfische führen einen... Kann es sein? Ja, auch der. Guck mal, die leiten einen immer irgendwo hin. Jetzt in diesem Fall zu diesem Loch hier. Und das wiederum könnte mich zu der Truhe da unten führen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt noch. Dann haben wir diesen Gedanken auch zu Ende gedacht. So, ab geht's.
Höhlen tauchen, das heißt wieder Geode mitnehmen, ja, wenn ich dran denke. Jean-Pauls Schlund? War ich nicht schon mal in Jean-Pauls Schlund? Ah, eine Geode. Definitiv Crafting-Potenzial. Ich könnte schwören, ich war schon mal in Jean-Pauls Schlund. Jetzt gucken wir mal. Ob ich hier einfach nur... Jetzt guck mal auf der Karte. Ich sehe hier links irgendwo ist noch eine Truhe. Hier, dann gehen wir hier nochmal ran. Zack, Geode. Diese Geode gab mir gerade recht. Ja, da ist eine Kiste. Und wahnsinnig viele Geode. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So, was haben wir hier? Bauplan. Ich kann das mit dem Crafting-Tisch verwenden. Leuchtsignal freigeschaltet. Nützlich. Ich habe auch Fackeln, die ich noch nicht wirklich genutzt habe. Vielleicht gucke ich da auch mal, was die so können eigentlich. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen gebaut. Guckt mal hier, Fackeln. 5 Stück habe ich davon. Kann ich ja mal irgendwie nutzen. Wartet mal, ich nutze das jetzt einfach mal. Mal gucken, was er dann macht. Okay. Er hält sie einfach in der Hand. Das ist also eher für sehr dunkle Orte geeignet. Kann ich die jetzt auch schmeißen in irgendeiner Form? Das fände ich irgendwie witzig. Wisst ihr, was ich meine? Die irgendwo hinlegen, damit man dann Licht hat. So ein bisschen wie Subnautica. Da gibt es ja auch die Fackeln, die man irgendwie sehr, sehr selten nutzt, muss ich sagen. Aber was mache ich jetzt damit? Ich halte sie jetzt offensichtlich... Ah, jetzt hat er sie losgelassen. Okay. Und dann verschwindet die und es ist wahrscheinlich Müll, den ich wieder einsammeln muss, richtig? Ja. Das okay. Darf nicht vergeudet werden. Ja, so ist es nämlich. Okay, cool. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Laserbauplan an. Alle Lichter auf grün, bereit für die Abfahrt. Haben wieder ein bisschen erkundet. Ich versuche jetzt einfach immer auf dem Weg, auf dem ich mich befinde, die Sachen einzusammeln, die dort liegen. Wie zum Beispiel jetzt auch noch dieses Wrack. Wenn das... Ja, da ist es direkt. Sehr schön. Gucken wir da noch rein. Und danach gehen wir zu den Bauplänen. Da haben wir gutes Programm heute. Da ist auch nochmal ein Tintenfisch. Das heißt ja eigentlich schon wieder, hier ist nochmal was. Wow. Auch wieder schönes Freund. Habe ich die Schlüssel? Ah ja, die habe ich. Die Schlüssel. Okay. Gut. So, was haben wir hier? Ich finde es schön, dass man auch immer so die Möglichkeit hat, was über das Schiff zu erfahren. Schiffswrack. Das kann fürs Wasser nicht gut sein. Okay, so viel zu erfahren. Das ist ein Schiffswrack. Ein Stück Metall. So, dann gehen wir hier mal rein, würde ich sagen. Wo ist die Kiste? Ich sammle so viel Plastik ein, weil ich letztes Mal da irgendwie eine Trophäe bekommen habe, jetzt für Sachen einsammeln. Deswegen hoffe ich, dass es da für alle Materialien so eine Trophäe gibt. Was ist das? Sammelobjekt. Trainingshallengerät. Herkunft unbekannt. Das ist ein Boxsack. Wie witzig. Okay. Na, den würde ich sagen, hängen wir direkt mal in der Basis auf und üben unsere Boxing-Skills. Gespannt, ob das geht. So. Dann gehen wir hier hoch. Hier müssen wir auch wieder rauskommen. Ist hier noch was? Nee. Okay, alles klar. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. War das auch erfolgreich? Ah, ist das entspannt. Echt cooles Spiel. Richtig, richtig cool. Gefällt mir überraschend gut. Und mit jeder Episode nochmal ein bisschen mehr. So, nochmal ein bisschen Wasserverschmutzung hier aus unserem Highspeed-Tank hinten raus blubbern. Und dann gucken wir mal, Lieferbereich für Baupläne. So, hier sind wir. Mal abscannen. Das ist es. Hier wurde die okay. Abgeworfen. Pläne sollten hier sein. So. Wenn das so ein Hauptauftrag ist, dann habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen die Angst, dass jetzt hier was passiert. Weil Baupläne irgendwo in der Kiste, das haben wir schon mal gehabt. Was ist denn mit dir passiert, liebe kaputte Drohne? Okay. Ich kann dich nicht auseinandernehmen. Schrott kann ich aber einsammeln. Ah, Metall. Kohle wäre nochmal gut. Ich glaube, Kohle habe ich immer noch nicht genug. Will Unit Trench das nur ins Meer streuen? Habt ihr Pläne gefunden? Moon-Verbesserung. Dann geh zurück und baue sie.
Ein einzigartiges Merkmal des M01 ist seine modulare Upgrade-Design. MUD stellt modulares Upgrade. Ah, okay. Stellt sicher, dass jedes U-Boot mit der neuesten Spitzentechnologie ausgestattet bleibt, ohne dass eine teure Überholung im Trockendock erforderlich ist. Bis vor kurzem konzentrierten sich die gängigsten Upgrades auf die Treibstofflagerung und Effizienz. Doch seit kurzem sind zwei neue Module im Prototypenstadium, die die Rolle des M01 für immer verändern werden. Das Solargenerator-Upgrade erschließt das wahre Potenzial der Sonne und ermöglicht das Aufladen von Zusatzbatterien bei minimalen Sonneneinstrahlungen. Das Laserschneider, boah, jetzt hier mega Subnautica, ey, ist die neueste Ergänzung unserer Upgrade-Serie und verspricht nach Zertifizierung die Schuttentfernung und Schadenstoffsanierung. Okay, das Lasermodul für Unitrench Tiefseetransporteinheiten. Warnung, Prototyp nicht für den Einsatz bestimmt. Tim. Oh, das ist alt, es ist absolut sicher und nützlich. Okay. Könnten Sie das Zeug nicht weniger hässlich machen? Okay, also das klang jetzt nicht sehr vertrauenswürdig, was er da gesagt hat. Oh, das passt schon, mach dir keine Gedanken. Aber es klingt einfach zu cool ums... Oh. Das ist ein Riesenhai, oder? Oder zumindest ein Walhai? Das wird gut. Maximale Anzahl an Bildern erreichen. Wenn neues Bild aufnimmst, okay, endgültig gelöscht, das ist okay. Zack, aber ich habe den Riesenhai gefunden. Okay, sehr schön. Jetzt fehlt nur noch der Walhai. Okay, nice. Wir kommen voran. Fotografieren finde ich total cool. Das macht richtig Spaß. Und ist tatsächlich auch ein Taucherskill, ne? Verschiedene Dinge zu fotografieren. Das hier ist natürlich recht einfach gemacht, aber nice. Gefällt mir. Okay, jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein bisschen Kohle oder... Ah, guck mal, das habe ich jetzt rausgefunden. Okay, verstanden. Bisschen Kohle oder Algen. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Zack, weil ich vermute, dass ich jetzt extrem viele Upgrade-Materialien brauche. Weil hier ist überall jetzt Verschmutzung durch dieses Öl. Guckt euch das an, das war vorher nicht so. Ach Mensch, ich hoffe, ich kann das irgendwie beseitigen, weil das ist natürlich nicht besonders schön. Nicht weglaufen. So. Was haben wir hier? Plastikmüll stand da. Hä? Kann ich hier gar nichts einsammeln? Oder habe ich hier schon eingesammelt? Wahrscheinlich war ich hier schon mal. Was ist das hier? Sehr unauffällig. Okay, über die regt das sich einfach immer nur auf, aber anscheinend ist hier schon alles eingesammelt. Okay, ich dachte jetzt nur, weil das noch auf der Karte angezeigt ist. Auch interessant zu wissen, dass das nicht heißt, dass ich es nicht schon abgegrast habe. Okay, na gut. Dann wollen wir mal schnell zurück. Juhu. Da waren die, das Algending. Okay, die wachsen nach anscheinend. Von der ersten oder zweiten Episode. So. Dann landen wir das Ding mal hier an. Vielen Dank. Und auftauchen. Jetzt gucken wir mal, was diese Upgrades kosten. Das bin ich jetzt mal gespannt. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal los und Ressourcen sammeln. Wieder da. Lebensmodul und ab zum Werktisch. Laser-Upgrade herstellen. Okay. So, hier haben wir jetzt unser... Stell dir vor, du setzt dir das Ding auf und tauchst... ...unseren Tauchhelm gefunden. Diese Typen... waren entweder echte Helden oder echt betrunken. Beides wahrscheinlich. Oh, guck mal hier. Der hängt wirklich. Wie cool. Nee, muss ich... Oh, ich muss was machen. Was muss ich machen? Oh, wisst ihr... wisst ihr was? Ah, okay. Moment. Ah, alles klar. Zack.
Zack. Okay, jetzt habe ich die ersten natürlich ein bisschen verpasst. Ah, okay. Moment. Boom. Ah, es gibt wahrscheinlich mehr Punkte, je besser ich's... Je mittiger ich es treffe, oder wie ist das? Oh, da war ich zu schnell. Okay. Zack, zack. Das ist ein bisschen wie Gitarre spielen. Bloß ein bisschen einfacher. Gitarre spielen musste ich mehrere Tasten drücken. Das geht hier noch. Wie lange geht denn das? Highscore 702, ne? Ah, ich muss den Highscore schlagen, oder wie? Zack. Zack, zack. Komm, noch ein, dann haben wir ihn. Boom. Yes. Boom, boom. Kann ich das irgendwann mal auch? Ach so, ich kann das unendlich machen. Ah. Okay, ich glaube, ich mache das unendlich. Dann hören wir mal auf damit. Ausgepowert. So, dann gehen wir hier ran. Wow, mir fehlt nur noch ein Bauplan, wie es aussieht, für die ganzen Sachen hier. Das ist ja schon mal gut. Leuchtsignal habe ich natürlich noch keins. Ich glaube, das will ich auf jeden Fall mal bauen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was die Upgrades kosten. Laser, das können wir auf jeden Fall schon mal bauen. Okay. Große Sache, das. Große Sache, das. Verteilt unter Wasserpartikel bis zur Dichtestufe von gefördertem Rohöl. Okay, Kohle fehlt mir immer noch. Sauerstoff-Upgrade kann ich kaufen oder bauen. Okay. Und was ist das hier? Oh, das sind... Sind das geheime Truhen, die ich finden muss? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das sind Kartenhinweise. Guckt mal euch das an. Interessant, okay. Alles klar, wir haben Laser gebaut. Und wenn ich es richtig verstehe, kann ich mit diesem Laser jetzt das Öl beseitigen. Das andere Upgrade ging noch nicht, oder? Dieses Solar-Upgrade. Habe ich nicht auch noch ein Solar-Upgrade bekommen irgendwie? Ja, oder habe ich das automatisch? Ich denke, ich hab genug, um etwas auf die Beine zu stellen. Anscheinend kann ich das nämlich nicht bauen. Ich brauche auf jeden Fall noch das Kraftstoff-Upgrade, aber da brauchen wir noch deutlich mehr Kohle. Aber das Solar-Upgrade scheine ich nicht bauen zu können aktuell. Okay. Na gut, dann haben wir jetzt offensichtlich freie Zeit. Dann nutzen wir die doch mal. Gucken wir uns mal noch ein bisschen um hier. Habe ich sonst irgendwas? Die Sticker. Die Sticker habe ich gefunden. Was mache ich mit den Stickern? Größer als zu Hause. Was passiert da? Ist der aus? Der ist aus, okay. Was haben wir hier dran? Ich hoffe, es geht dir gut da oben. Achso, ich habe Fotos von meiner Katze hier mittlerweile dran, alles klar. Wo kann ich wohl diese Sticker benutzen? Ist das vielleicht... wartet mal, vielleicht habe ich hier nicht irgendwie einen Schrank gehabt oder sowas? Oder im Spiegel? Hallo? Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Es ist vorbei. Okay. Was war das denn? So, am Computer kann man gehen. Was haben wir hier? Noch mehr Bilder? Asperl, einen Bergkuchen. Wann sind diese ganzen Bilder dazu gekommen? Das ist wahrscheinlich jetzt in den 14 Tagen, die ich nicht besucht habe. Verrückt. Sieht gut aus. Pflanze ist noch am Leben. Okay, also wo ich diese Sticker jetzt benutzen kann, weiß ich nicht so genau, aber... Nicht schlimm. Ich setze mich jetzt mal hier hin. Zack. Das Gespräch mit Emma letzte Woche. Das war... Mann. Wenn sie nur verstehen könnte. Ah, okay. Ich kann sie aber nicht nochmal anrufen. Alles klar. Ja, dann ist es wohl Zeit, ins Bett zu gehen, würde ich sagen. Schon. Ich sollte einfach ins Bett gehen. Ja,
den Hasen, den wir irgendwie aus dem Traum mitgenommen haben. Da sind wir wieder. Oh nein. Es wird auch immer abgespaceter. Okay, wir sind aber wieder auf dieser Straße. Oh wow, das wird definitiv immer abgespaceter. Wo bist du? Ja. Also ich vermute, dass sie bei einem Autounfall gestorben ist, weil hier stehen immer diese Autos und wir sind auf irgendeiner Straße jedes Mal, wenn wir diesen Albtraum haben. Pearl. Boah, Alter, ist das heftig. Das ist echt wie im Film. Hammer gemacht. Nein, das war nicht so. Ich wollte nicht... Pearl! Beende Stans 14. Tag unter Wasser. Damit sind wir schon in Tag 15. Roter Alarm, okay. Oh ja. Hast du? So will man nicht aufwachen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, ihr Leute. Ihr Leute. offensichtlich fängt hier gerade die Hütte an zu brennen. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, hier mal aufzuhören bei dieser Episode. Und ich bin gespannt, was jetzt auf uns wartet. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und ja, wie ihr seht, das Spiel ist ein gemütliches Spiel nach wie vor. Wir gehen es auch gemütlich an. Und ich finde, die Stimmung, die das Spiel hier rüberbringt, ist wirklich einzigartig. Hoffe, euch gefällt's. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.